Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Charakter. Und zwar mit dem Löwen Vardi. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Viele von euch werden sich vermutlich jetzt fragen, wer ist eigentlich Vardi? Denn immerhin sieht man ihn weder in den Filmen noch in der Serie. Und das liegt daran, dass Vardi ein nicht offizieller und nicht von Disney kreierter Charakter ist. Denn Vardi gehört dem gleichnamigen Amino-User Vardi. Starten wir nun also gleich mit der ersten Kategorie. Wer ist Vardi? Vardi ist ein Löwe mit braunem Fell, brauner Mähne und grünen Augen. Außerdem findet man auf seinem Körper einige Narben, die aus seinen zahllosen Abenteuern stammen. Seine Eltern sind Hasara und Kali. Außerdem hat er noch zwei Kinder namens Yua und Katsuro. Wo kommt Vardi vor? Da er kein offizieller Kanon-Charakter ist, werdet ihr ihn weder in den Filmen noch in der Serie noch in den König der Löwen-Comics finden. In der Videobeschreibung findet ihr den Link, wo ihr die Geschichten über Vardi lesen könnt. Aber kommen wir jetzt mal zu Vardis Geschichte. Vardis Mutter Hasara lebte ursprünglich am Baum des Lebens. Allerdings entschied sie sich mit ihrem Bruder Diliko auf eine Reise zu gehen und traf im geweihten Land auf Vardis Vater, Kali. Hasara entschloss sich bei ihm zu bleiben, während ihr Bruder weiterreiste und auf Sira traf. Und so bekamen Hasara und Kali ihren Sohn Vardi. Kurz darauf zerstritt sie sich allerdings mit ihrem Bruder Diliko und brach den Kontakt zu ihm komplett ab. Nicht lange danach starb sie dann, als Vardi noch sehr jung war. Kali allerdings legte sehr viel Wert auf die Ausbildung und das Training seines Sohns. Und so erfuhr der junge Löwe erstmal nichts von seinem verschollenen Onkel. Und den Rest der Story fasse ich euch ein kleines bisschen zusammen. Vardi verliebte sich unsterblich in Kiara, was allerdings nicht ganz so vorteilhaft war, da Kiara dann mit Kovu zusammen war. Allerdings freundeten sich Vardi und Kovu auch irgendwann an. Aber wenn ihr wissen wollt, was es mit Vardis Kindern auf sich hat und ob die eventuell von Kiara sind oder von einer anderen Löwin, und wenn ihr wissen wollt, was so zwischen seinem Onkel und Sira lief und in welcher Verbindung Vardi zu Kovu steht, solltet ihr auf jeden Fall Vardis Geschichte lesen. Und damit es jetzt zum Schluss nochmal für alle klar ist, Vardi ist kein offizieller Charakter von König der Löwen, sondern all das, was ihr gerade gehört habt, ist eine Fangeschichte, die von dem Amino-User Vardi stammt. So, kommen wir aber last but not least zum letzten Punkt. Vardi in der Fanszene. Und naja, da Vardi an sich ein Fancharakter ist, gibt's jetzt nicht wirklich noch so eine Fanszene mit Theorien über Vardi. Aber es gibt ein oder zwei Punkte, die man hier noch erwähnen kann. Im öffentlichen Amino König der Löwen RP hat Vardi zwei andere Kinder. Und zwar Hasina und Kyo. Außerdem ist er dort auch nicht mit Kiara zusammen. Außerdem kommt Vardi nicht nur im König der Löwen Universum vor, denn ich arbeite nebenbei an einer anderen Sache, bei der mir Vardi sehr viel hilft. Und dort habe ich seinen Charakter auch eingebaut. Und ich kann euch schon mal so viel dazu verraten, in dieser Story ist Vardi kein Einzelkind, sondern hat einen jüngeren Bruder namens Kilio. Außerdem wurden Vardis und Kilios Eltern in dieser Story von einem Löwenrudel getötet, mit dem sie noch das eine oder andere Mal in einen Konflikt geraten sollten. Aber auch hier müsst ihr noch etwas geduldig sein und je nachdem wie es läuft, werdet ihr auch bald hier die Story dazu erfahren. Da ich hoffe, dass du das Video hier sehen wirst, möchte ich dir zum Schluss zum Geburtstag gratulieren, lieber Vardi. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und feierst auch schön. Und ich glaube, ich kann für die ganze König der Löwen Amino-Truppe sprechen, wenn ich sage, dass deine Geschichten und du eine große Bereicherung für das König der Löwen-Universum sind. Und ich möchte dir hier auch nochmal sagen, danke, dass du so bist, wie du bist. So Leute, wenn ihr noch etwas zu Vardi wissen wollt, schaut gerne in die Beschreibung, dort habe ich die ganzen Geschichten verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!